Aber ich dachte mir auch so, egal, die ganze Familie, so Cole, nee, so Dustin, Dusty Rhodes, dann Goldust und ein Cody, das sind alles so bam, Kämpfer, so richtig, die kämpfen im Leben so und für Erfolge auch so. Hier, der Ziggler war vorher drin. Ah, okay, krass. Finde ich irgendwie so beeindruckend so. Also ich mag auch Cody so an sich. Weiß ja nicht. Übrigens, okay. Dijakovic wurde Wie? übrigens nachgeliefert, weil eine Petition gab, dass man Tivas im Spiel hat und Dijakovic nicht. Und dann. Ah, okay. Oh, cool, dass das Weil als halt Paid ist. letztendlich die ganzen Aktionen und sowas waren halt da, ne? Und er war auch im Story-Modus, ist er wohl auch mit drin, habe ich noch nicht gespielt. Werde ich jetzt demnächst irgendwann spielen, also noch bevor 23 rauskommt. Und wahrscheinlich auch im Stream einfach machen. Einfach immer laufen lassen, weißt du? Spiel ich immer weiter und ist gut. Und ja, dann genauso wie Shinsuke Nakamura, der im Grundspiel halt King Nakamura war. Und dann haben halt Leute gesagt, warum solche Leute dann bloß im Story-Modus oder im Dings halt in diesem Kartenmodus halt. Toll, ich fange an. Geil. Aber so sehen wir meinen Einzug. Ja, ich gewinne jetzt das 1, Story. Ja, gab's Farmer. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das mit Dijak schaffe. Zweimal. Aber so sehen wir den Einzug, das ist cool. Freut mich. Oh, gerade habe ich hier gedacht, Gucker-Video. Holy, sah das echt aus. Ich sah gerade kurz. Ja, also wie gesagt, dann wurden halt diese Wrestler, die dann halt in diesem Story-Modus und auch in diesem Kartenmodus halt verfügbar sind, wurden dann auch noch wirklich spielbare Charaktere. Ja, kannst ja alle. Also auf PC kannst du alle. Habe ich mir heute auch ein Video angemacht. Da kannst du 16 Charaktere, die da nur in dem Modus sind und im Modell haben, kannst du dir einfügen, so. Okay. Finde ich auch krass, so, dass sie im Spiel sind, aber nicht spielbar, so. Finde ich immer schade, wenn sie sowas machen. Ja, ich meine, Roster ist halt da, ist begrenzt und ne, ist halt so. Aber es ist halt eigentlich auch Naja. dumm, wenn der Charakter eigentlich im Spiel ist und der ist Ja, animiert und der ist klar. bearbeitet, dann mach ich doch auch spielbar fertig, weißt Ja, meine ich ja. du? Oh, Oni Lorcan. Cool. Cooler Start für einen Rumble. Absolut. Würde ich jetzt schon gucken wollen. Ja, hätte ich auch Bock. Und dann kommt Doink, Yokozuna und sonst Das ist doch super. Papa Ist doch Shango. ein super Rumble. Ja. Jeder Rumble, in dem keine Doppelungen drin sind, ist ein guter Rumble. Ja, gut, da müsstest du selber auswählen. Ja, genau. Aber ich habe auch schon Rumbles gehabt, in denen tatsächlich keine Doppelungen bei sind. Okay, ja, gut. Mal gucken, wie lange ich das durchhalte, ne? Von der 1 an. Ja. Ich habe halt jetzt komplett Kontrolle, ne? Hab immer 15 Sekunden Zeit ungefähr. Das sind 2 Minuten. Bin direkt raus. Ja, das ist ja. Das wäre so witzig, ey. Oh. Schön. Ja, er muss halt jetzt zeigen, was er kann, weil sobald der Dritte da ist, ist kein Platz mehr. Bis machen wir bitte keinen Quatsch. Jetzt kommt gleich Cody. Oh ja, gib auf. Oh Gott! Oh Mann. Oh Mann, Ticker. Ich muss mal ganz kurz. Roman, mach mal weiter. Ich lasse. Oh. Scheiße. Der ist einfach nicht in meine Falle getappt, der Roman. Der ist einfach zu schlau. Der ist einfach nicht so dumm. Mist. Ey! Na gut, mach du. I acknowledge you. Ja. Mann, Ja. lass mich. I acknowledge you doch. Mann, oh. Oh, Okay, bisher Fabian. ist ein super Rumble. Ich finde die Teilnehmer jetzt schon Ja, cool. alle geil bisher. Oh, was ist denn los? Roman, wolltest du nicht raus? Oh, gut. Was feierst du denn? Hast du gar nichts Dann gemacht? nicht Oh, mal, dann nicht scheiße. mal. Ja, ich wollte gerade sagen. Mensch, Fabian. Siehst du?
Er feiert schon vorher, weil er weiß. Er hat gesehen, die Hardcam war auf mich, da muss ich was machen. Ja, scheiße. Ich bin im Bild. Okay, ich muss schnell was machen. Roman, geh weg. Nein, lass das bitte. Ich bin... Oh. Oh, die hätte ich gern genommen. Och, Manno. Too late. Ja, jetzt würde ich nicht mehr gerne gucken. Jetzt vorbei. Der ist cool. Da habe ich mir voll Mühe gegeben beim Erstellen. Ich versuche halt immer Wrestler zu erstellen, die auch wirklich so existieren könnten. So. Naja. Ja, die Haare sind ein bisschen übertrieben, aber ansonsten. Oh, der Cody. Cody. Oh, jetzt höre ich das Lied nicht. Oh, ja, ist doch kein Lied da. Doch. Und nein. Doch, Musik läuft doch. Ja, aber ist doch nicht das Theme von Cody Rhodes. Haben wir echt nicht das Theme? Ja, woher denn? Der ist doch erstellt. Ach so, stimmt. Stimmt, war ja zu früh. Hast du doch vorhin schon mal gefragt. Mann. Ja, das Lied hören. Nee. Was hältst du eigentlich von Cody? Das ist einer meiner Lieblingswrestler. Okay, schön. Ich habe ihn auch im Podcast über verteidigt, wenn alle ihn runtergemacht haben. Bin ich gerade eigentlich als erster rausgeflogen mit Dijak? Ich habe keinen eliminiert gekriegt. Ja. Scheiße. Aber gut, ich hab auch schon Rumble gewonnen. Ist okay. Ich habe mit Yoko gut aufgeräumt. Und ich habe gerade Big Music in der Luft gestoppt. Literally habe ich in der Luft gestoppt. Ja, okay, ja, ich bin schon wieder da. Er hat Bock. Er hat sich eingekauft. This is my time. My time is now. Mm. Ja. Mm. Mann. Oh. Ja, der Roman. Der hat mich auch schon rausgeworfen. Das ist halt der Roman, ne? Oh. Soll ich Roman rausmachen? Ist der zu gefährlich? Ich glaube, der ist zu gefährlich, ne? Ärgerlich. Mach mal weg. Na, verdammte Axt. Oh, ich finde also den erstellten Wrestler finde ich voll gut, auch vom Move-Arsenal finde ich den gut. Ja gut. Oh, jetzt habe ich auch noch Daivari. Kratze ab. Ja. du hast nicht mal Daivari, sondern du hast den Bruder, ja. Du hast Arya Daivari. Ja, stimmt. So, ich habe hier, Tobi, wieder wie Vince McMahon. If somebody kills my creation, I'm gonna do it. Ja, ich habe gerade meine eigene Kreation getötet. Ja. Und wenigstens der Roman draußen. Naja, das wollte ich. Von wem? Von dir? Von mir. Ja, ja. Okay, ich dachte, es ist echt Eric Bischoff. Das wäre lustig gewesen. Ja, wirklich. Oh, der Roddy. Hast du den gleich? Wie, ich bin Edge. Ach so, stimmt. Aufpassen. Das chaotische. Da passiert viel. Guck mal, Fabian weiß genau, Hardcam. Bam. Ich bin genau in der Mitte des Bildes. Kick. So, deine Hardcam. Alle sehen mich gerade. Muss ich auch so. Ich hab Zitteraal gerade im Fuß. Oh, der Erik wird dort. Erik. Oh, Ray, Nummer 1, Ray. Alter, sehen, Piper, Mann. Wann der nächste Ray kommt. Ich stehe, glaube ich, ungünstig, oder? Ich muss noch kurz drüber bringen. Ich auch. Ray, hör auf. Schmeiß ich dich raus. Wie in der Schule. Hast du in der Schule bei Rumble gespielt? Ja. Ja, aber privat. Mit dem Kumpel. Auf der Skaterbahn oben. Zu zweit. War mehr so ein Ring. Ah, schade. Bist du Brock Lesnar? Nee, leider nicht. Ich habe 14, glaube ich, einen in der Mode so. Ich dachte, überspringst du mal ein. Vielleicht kommt jetzt nicht so starker oder so. Das gibt's doch nicht. Haben wir die Schwierigkeit gerade höher gestellt? Ich hab grad nichts gebacken.
Aber man kann wirklich nicht mehr frei wählen, oder? Also wirklich nur die Zahl und dann, ja, auf gut Glück. Ja, ist auch richtig so. Du wählst deinen ersten und danach musst du halt damit leben, ne? Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich nicht mal den Finisher von Dijak machen konnte, weißt du? Ja. So, als nächstes komme ich. Und jetzt fliegt Bischof. Ja. Und Platsch hinterher. Oh! Hat er gut gemacht. Hat er ja, ich wollte noch weg, aber die Animation war. Also ich konnte nicht. Weißt du? Ja, ja. Ah, okay, ich nehme jetzt die 21. Hoffentlich kommt jetzt nicht Goldblock, sonst bricht mir noch irgendwas. Nee, ich nehme. Ja, ich habe jetzt die 21 genommen, also ein bisschen Luft. Okay. Das war jetzt 14. Oh. Frame Drop. Drop. Hat er gewesen. Oh nein. Der Fabian. Noch da. Oh nein. Ja. Er kann nicht nur taunten, er kann auch catchen. Ja. Natürlich bin ich überrascht. Wir wissen das schon seit so viel länger als die WWE, aber. Nicht mit Brockers anlegen, Fabian. Gut, gut, gut. Ja, genau, mach. Oh, der Bank. Der Bank. Der Banker. Oh. Auch erstmal Torten. Das gefällt Fabian gar nicht. Torten ist mein Spot. Jawohl. Und lass doch raus. Raus mit ihm. Raus mit Lassmoor. Raus mit Lassmoor. Du bist bald hart, Tobi? Ja. Ja, dann tut mir leid. Egal, wer ich bin, ich muss, also... Ja, dieses, ich weiß, ich würde mich ja. Das Ding, das wird mich. Kann, also das, ich, weißt du? Kann ich mich selber rausschmeißen? Ich gehe freiwillig über Seite. Ja. Das wäre auch noch lustig als Option, wenn es ginge. Ja, würde aber letztendlich nicht Sinn machen, ne? Nö, aber. Damit, gut, damit könntest du Storytelling machen, wenn du so Roleplay und sowas machst. Ne? Genau. Also Roleplay wäre eigentlich auch mal innerhalb des Spiels irgendwie. Kannst ja. Ne, den Modus gibt es nicht mehr. Wo du selber so Stories bauen kannst mit Cutscenes und so weiter. Das war geil. Boom. Ja, ich nehme noch meine Zeit bis 22. Ich krieg bestimmt irgendeine Pflaume. Ich fand's auch immer. Es gibt keine Pflaumen. Ich mag die ja alle. Irgendwie mag ich sie ja alle. Ja. Ich finde, als wir auch früher immer, also meine Schwester und ich gespielt haben, da ist die auch immer so emotional gewesen, gerade so bei Ray Ray. Die so, oh nee, ich will nicht Ray Ray integrieren oder ich will den nicht rausschmeißen. Und das war immer so putzig. Oder immer, wenn so den getreten hat oder attackieren musste. Oh, es tut mir leid. Naja, das habe ich ganz, ganz frisch gehabt, als Scott Hall gestorben war. Und dann musste ich halt Scott Hall attackieren. So. Naja. Und auch, oh nein, will ich gar nicht, will ich nicht, will nicht, weißt du so. Ja. Das bringt übrigens nichts bei Card in einem Royal Rumble. Der ist doch nicht so. Fabian, weißt du doch. Der Fabian ist schlau, der weiß das. Das bringt kennst nichts. Also, du kennst ihn doch. Oh, vielleicht so. Ich ja sowas wie Umaga, weil ich gerade Rikishi sehe. Oh, Rikishi hätte ich auch gerne. Oh, den habe ich bei SmackDown 2 so gerne genommen. Boah. Oh! Naja, andernfalls. Schmeiß mich raus, komm, schmeiß mich raus. Echt jetzt? Du lässt mir nicht, du lässt mir nicht mal den Spaß, dass ich mein Tat rauswerfe? Ich komme bei der 20. Also ich komme noch vor dir. Aber ich wollte doch Bret Hart rauswerfen. Ich dachte kurz am Anfang, oh nee, ich will nicht raus. Und dann dachte ich, ja, eigentlich will ich schon raus. Du nimmst mir auch jeden Spaß, ja? Ja. Aber Fabian ist aber noch da. Bumm.
Oh. Oh, Rikishi. Coole Sau. So, ich bin mal gespannt, was das jetzt wird. Ob sich das gelohnt hat, ein paar Nummern auszusetzen. Ob das Spiel gönnt gerade. Brad Hodge 2000 und. Nee, gibt's glaube ich nicht. Okay. Dann würde ich mich aber legit wieder rauswerfen lassen. Oh Gott. Ist das die. Naja. Ja, okay. Ich arbeite mit dem, was ich habe, ja? Besser als ein Brad Hart. Oh, tut mir leid, Papa. 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 Papa? Papa? Ja, das ist mein Mama. Da war Oha! Ich hab hier Condor. Alter, war da geil. Das sah so schön aus. Hat sich gerade kurz ein bisschen aufgeleert im Ring. Hm. Aufgeleert? Was ist denn aufgeleert? Egal. Ja. Hey, Mister. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich bin kein Wrestler. Ach so. So, ja. Und dann? Und dann? Ja, fast. Aber muss ich rausschmeißen lassen. Willst du den ja nicht spielen, oder? Ah, oh, jetzt. Dann der Milch. Den hätte ich genommen. Oh, ich auch gerne. Ich hatte nämlich sogar überlegt, ob ich mit dem starte. Ich dann habe ich Dijak gelesen und da habe ich gedacht, nee. Ja. Dann möchte ich eher Dijak nehmen. Hallo? Oh Gott. Auch so ein Attitude Era Bossman war auch bisher nur 2-3 Mal drin. No. Also überhaupt in so WWE spielen. Okay. Wie führt die 30? 24 oder 30? Ah, oh, zum Glück. Nee, ich nehme 25. Das ist doch super Catcher. Ja, eigentlich schon. Sehr underrated leider. Klatsch. Das wäre halt echt, wenn ich das mit Mr. T hole. Aber hat da Ali nicht mal so einen Push? Ja. Ein bisschen Richtung US-Title. Ja, genau. Oh Gott. Oh. Ich muss kurz aufräumen, da kommt mein Freund. Den kenne ich noch von damals. Wir sind eins. Bruder? Oh, auf Pajera. Pajera. Direkt Bam ins Gesicht. Nochmal willkommen in der WCW. Ne, wir sind in der WWE. Ja, ja, oh, ich hab WCW. Geil, genau. Ach, du bist Hogan. Ja, ja. Ich hab ja 25 genommen. Und da hast du trotzdem nicht attackiert? Obwohl nee. Hogan und Mr. T. Gott, das war doch deine mein Controller hat gespinnt. Ja. Oh, und Andre hätte ich lieber genommen. Oh. Schade. Alter, was. Ali, oh Al, what? Der ist ja, dreimal, viermal so groß wie ich. Stimmt das Gale? André, mach die Leute weg. Alter, das sieht ein bisschen. Angst. Hast du Big Head Mode an oder nee, was? Nee, der ist so. Alter, was ist das für ein Gale? Du machst mir Angst. Wie groß ist André, bitte? Ist ja witzig, ey. Ja, ein bisschen. Bild. Aber gut, andererseits sind auch Mustafa Ali und Mr. T gerade drin, ne? Ja, Mr. T ist auch relativ. Nee. War der nicht? Nee. Ein bisschen größer? Echt? Guck mal, der ist genauso groß. Guck mal, ich bin kleiner als Mustafa Ali. Ey, komm. André, du kennst guck mal, mich doch. Moves. Yay! Tag Team. Von damals. Von damals.
Ich mache einen Finisher gegen Logan Paul. Oh nein, Eddie. Oh, nein, geilen, nein, nein. Ja. Oh Mann, Handy rausgewerfen lassen. Bei den Alten. Hallo, Eddie, mal bitte irgendwas. Eddie ist auch noch drin, schön. Bei SmackDown 2 haben wir uns auch immer auf der Ecke gestellt, so, oh, schmeiß mich raus, ich will Eddie nehmen oder so. Ich hab nichts mehr gebacken. Ich hätte fast Hogan eliminiert, weiß gar nicht warum. Hast du da vor? Na, ich gucke nur. Achso, ja. Ich glaube, Mr. T ist völlig matsch, ich kann nichts mehr machen. Oh, sehe nichts. Du stehst ein bisschen ungünstig an der Ecke, oder? Oh! Boah! Gerade jetzt! Ich. Oh nein! Ein paar Sekunden erhalten, das war auch machen können. Ah, fuck. Richtig so. Ich hab gekontert, hast du das gesehen? Das hat sogar aufgeleuchtet. Das hat trotzdem nicht gereicht. Wahrscheinlich, weil Mr. T zu K.O. war. Hat nicht gezielt, obwohl ich gekontert hab. Das ist der SmackDown 2 Road Dog. Oh, ist das geil. Liebe das Attire. Wo ich meine Aktion fand ich gerade mit runter. Ich hab den Konter ja gesetzt, weißt du? Aber wahrscheinlich, weil Mr. T zu K.O. war. Ja. Na gut, können wir uns noch zugucken. Dein Favorit ist Eddie, ne? Ja, aber theoretisch weiß ich nicht, ob Andre das nicht holt. Also, ich habe zweimal versucht, gegen Logan Paul einen Finisher zu machen, wurde immer unterbrochen von irgendwem. Aber Logan Paul ist wirklich durch. Ja. Ja. Mustafa Ali ist zu lange drin. Also, es wären wohl Eddie oder Andre, aber andererseits, der Road Dog ist halt frisch, deswegen. Ja. Das zählt halt in so ein Spiel auch mal noch mit rein. Boom. Vielleicht ist sie nicht mehr frisch. Aber Andre not wirklich ein bisschen übergroß. Oh, Idee. Dann Road Dog. Ja, dann wird so Mustafa Ali, ne? Oh, er trägt ihn nach Hause. Oh. Die Stille gerade. Ich wollte gerade sagen, diese Spannung. Oh. Pump on the slab. Road Doggy Driver. Ja, falsche Position. Trägt er ihn? Er trägt, okay. Könnte reichen. Aber? Nee, er hat aufgenommen zu sein. Reicht nicht. Oder? Doch, könnte auch reichen. Cool. Weil er frischer ist. Oh, diese Wechsel sind geil. Weil er frischer ist. Oh, schön. Gut, aber wie ihr will. Ja, gewinnt einfach mal der Road Dog Jesse James einfach mal an Royal Rumble. Ist auch gar kein Problem. Oh, you didn't know? Yo, you just better call somebody. Hab ich gehört. Oh, guck, wie alle gehen. Die Kombo aus Apollo Hogan und Mr. T. Sah schön aus. Fein. Was ich lustig finde, dass wir immer noch zwischendurch halt Wrestler haben, die wir jetzt in all den Matches, die wir jetzt gespielt haben, noch gar nicht zu sehen waren. Mhm, stimmt. Der Roster ist halt wirklich riesig groß, ne? Punting Season. Ja, da jetzt ein WrestleMania, das ist so alt. Ja, hat wahrscheinlich irgendwie einen Job zu erledigen, Backstage. Ach so, gut.